chinesischen medizinischen Klassiker. Also die Grundfrage, und ich darf sagen, mir ist gesagt worden, dass dies hier keine Vorlesung sein wird, sondern ein Workshop oder Seminar oder Ähnliches. Und wie Sie ja sehen, ist keine Bildschirm, der mich von Ihnen trennt. Also bitteschön, ich hoffe, dass wir hier die Zeit nutzen zu einem Dialog, weil ich doch viele Jahrzehnte meines Lebens damit verbracht habe, antike chinesische medizinische Klassiker zu übersetzen. Der Hintergrund ist schlicht und einfach, dass ich als westdeutscher Bürger in den 60er Jahren begonnen habe, Chinesisch zu studieren, aus einem ganz anderen Grunde. Ich sprach damals, was für westdeutsche Bürger auch selten war, ganz gut Russisch, hatte ein russisches Sprachmitteldiplom. Und als die Sowjetunion und China über Kreuz gingen, da dachte ich, die russische Seite kann ich lesen und verstehen, aber die chinesische nicht, ich muss also Chinesisch lernen. Und mein Berufswunsch ist ja klar, ich werde mal Spezialist für sino-sowjetische Beziehungen. Und dann bin ich in aller Naivität in die Sinologie in München gegangen und habe dort angefangen, bis ich merkte, dass für die Sinologie ein China später als das 15. Jahrhundert überhaupt nicht im Blickfeld lag, wie der Spruch ging, der Sinologe spricht nicht mit dem lebenden Chinesen. Also gehören wir zu der letzten fast Generation, die rein im klassischen Chinesisch ausgebildet wurde von wunderbaren Professoren, die aber eben keinerlei Fähigkeiten hatten, mit lebenden Chinesen, die dann ja irgendwann mal ankamen, zu sprechen. Und wir sind dann gegen den Willen unserer Professoren nach Taiwan gegangen. Das war für uns Bundesdeutsche die einzige China-Möglichkeit und haben dort modernes Chinesisch hinzugelernt. Heute ist es genau umgekehrt. Es gibt kaum noch junge Leute, die sich die Mühe machen, 10, 20 Jahre klassisches Chinesisch so weit zu erlernen, dass sie diese antiken Texte übersetzen, lesen können, weil es schlicht und einfach eine Investition ist, für die es keinen Job und keinen Beruf und keine Anstellung gibt. Während sie mit modernem Chinesisch, das ja relativ leicht ist, so wie Englisch, da kriegen sie natürlich sehr schnell irgendwas. Die Problematik ist bei den chinesischen medizinischen Klassikern, dass wir auch in China heute kein Verständnis dafür mehr haben. Das muss man ganz deutlich und klar sagen. Es gab noch vor 10, 20 Jahren in Sichuan, in Chengdu oder sonst wo viele Kurse an den Colleges of Traditional Chinese Medicine, dass eben die antiken Klassiker in der Ursprache gelesen wurden. Das ist heute vorbei. Ich war vor kurzem nochmal in China als Staatsgast und die einzige Universität, von der man sagte, dass sie noch klassisch lehrt, ist Jinan in Shandong. Das Interesse ist relativ erloschen. Es gibt sogenannte Übersetzungen, aber es sind natürlich aus unserer Sicht keine Übersetzungen, wenn nur in moderne Grammatik gehüllt antike Schriftzeichen wiederholt werden. Das ist keine Übersetzung. Man muss sich nicht mit den antiken Schriftzeichen und ihren Bildern auseinandersetzen. Man muss nicht sich fragen, warum hat man vor 2000 Jahren dies oder jenes Bild gewählt, sondern der chinesische Blick auf die Texte geht dahin, was ist in diesen Texten für heute sinnvoll und wirksam und was kann international angebracht werden. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Wir kommen ja aus der europäischen Philologie und aus der europäischen Wissenschafts- und Geistesgeschichte. Das heißt, wir stellen völlig andere Fragen als unsere chinesischen Kollegen. Ich habe 24 Jahre lang von 1986, das sind jetzt schon 26 Jahre, mit einem hochintelligenten, hochgebildeten chinesischen Kollegen, Professor Zhong Jinsheng von der China Academy of Chinese Medical Sciences, der war da auch Direktor des Instituts für Medizingeschichte und medizinische Literatur,
Wie gesagt, seit 1986 haben wir zusammengearbeitet. Eine wunderbare Kooperation. Und wenn Sie drüben bei Naturmed die drei dicken Bände sehen, Chinese Traditional Healing oder auch Suven, er spricht kein Deutsch und er spricht kaum Englisch, also jetzt keine Übersetzungshilfe, aber Hintergrund und Fragen und so weiter, wunderbar. Das wäre alleine alles nicht möglich gewesen. Aber er war ehrlich genug zu sagen, dass er nicht erwartet hätte, dass er jetzt nach München, wo ich früher war, und jetzt Berlin kommen muss, um Fragen an das Material zu stellen, die sie gar nicht haben.